Heute Abend begrüße ich Sie wieder recht herzlich aus unserem interreligiösen Gebetsladen Come In in Biberach, kurz vor 20 Uhr mit unserer besonderen Gebetszeit Social Distancing Prayer. Hier am Kerzenständer brennen Kerzen, ein ewiges Licht brennt hier vor Ort immer. Heute denken wir besonders an die Menschen, die unter Rassismus leiden, die Opfer rassistischer Taten geworden sind. Wir schauen nicht nur nach Amerika, sondern auch in unsere Region. Wir denken an die Menschen, die ausgegrenzt werden, entweder wegen ihrer Zugehörigkeit zu Minderheiten, Religionen oder Rassen. Wir denken an diese Menschen, gerade auch in dieser Corona-Zeit. Da trifft es diese Menschen öfters doppelt. Wir denken auch an die Menschen, die sich dagegen aussprechen, demonstrieren oder diesen Menschen konkret helfen. Halten wir Abstand äußerlich, schenken wir Ermutigung durch ein Lächeln, ein freundliches Wort, wertschätzen wir sie. Wir haben doch das Handy dabei und so viele Kontaktmöglichkeiten. Für diese Menschen wollen wir heute an dieser Stelle besonders beten, auch über alle Religionsgrenzen hinweg, um Kraft für sie und ihre Familien. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen. Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen. Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit entfachen. Wo Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen. Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen. Wo Finsternis herrscht, lass mich dein Licht entfachen. Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen. Und wir beschließen auch diese gemeinsame Gebetszeit wieder interreligiös mit dem Wort Amen.